06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Simon, über Wochen war es ein Gefühl, dass ihr gar nicht mehr kanntet. Jetzt innerhalb von einer Woche zwei ärgerliche Niederlagen. Es war heute eng. Was waren aus deiner Sicht so diese wenigen Prozentpunkte, die eben den Ausschlag gegeben haben für Ulm? Ich glaube, dass Ulm heute im ganzen Spiel einmal die effektivere Mannschaft war. Ich glaube, die haben jetzt im ganzen Spiel zwei Chancen gehabt. Beide drin gewesen. Vom Spielverlauf her würde ich sagen, haben wir halt mehr Ballbesitz. Auch gute Ansätze, aber sobald es so Richtung Tor ging, konnten wir uns da nicht so richtig durchsetzen. Und das war irgendwo der Unterschied. Aus viel Ballbesitz quasi nichts gemacht. Und auf der anderen Seite hat der Gegner halt mit wenig Chancen zwei Tore gemacht. Merkt man bei Regensburg und Ulm, dass es vielleicht die beiden Spitzenteams der Liga sind? Ja, ich glaube, das ist immer so ein Gesetz gewesen, wenn du hinten stabil bist, in der Abwehr wenig kassierst und wenig zulässt und irgendwie die Spiele vorne entscheidest durch Einzelaktionen und durch Standards, dann sind das meistens die Mannschaften, die am Ende oben stehen. Und das haben wir letzte Woche erfahren, wie effektiv Regensburg war. Das haben wir heute erfahren, wie effektiv Ulm war. Und da müssen wir ansetzen, dass wir vielleicht auch irgendwann mal so einen Schalter umlegen, dass wir vielleicht dann irgendwann mal die Mannschaft sind, die das macht. Wie sehr nerven einen diese Niederlage? Ich habe am Anfang gesagt, man kannte dieses Gefühl kaum. Und man ist nicht viel schlechter, aber jetzt steht man eben zweimal mit leeren Händen da. Ja, ist natürlich sehr, sehr nervig. Ich glaube, alle, die jetzt in der Kabine sitzen, sind auch sehr, sehr enttäuscht. Die Leistung heute war deutlich besser als letzte Woche. Aber wenn du auch im Spiel das Gefühl hast, okay, ja, schön und gut, wir haben den Ball die ganze Zeit, aber so wenig nach vorne kommen wir halt nicht. So, dann ist das wenig zufriedenstellend und ja, wie eben schon gesagt, das sind Sachen, an denen müssen wir vielleicht noch arbeiten. Trainer, viel war es heute, finde ich, nicht, was Ulm und deine Mannschaft voneinander getrennt hat. Aber was waren eben diese wenigen Sachen, die Ulm vielleicht besser gemacht hat, dass sie das Spiel am Ende gewonnen haben? Ja, ich bin bei dir. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ulm hat uns gezeigt, zwei Chancen, zwei Tore. Wir sehr fleißig, mit Ball angelaufen, alles probiert. Hatten auch unsere Chancen, sicherlich die größte durch Malik, wobei ich sage, dass der Winkel sehr spitz war. Machst das Tor nicht und hattest noch einen Kopfball einmal und viel mehr Chancen kriegst du gegen so eine sehr gut verteidigende Mannschaft aus Ulm nicht. Müssen den Elfmeter kriegen, das ist ganz klar, das siehst du im Fernsehen. Das ärgert mich auch so ein bisschen, weil dieses Momentum brauchst du dann einfach, um gegen so eine Mannschaft dann auch irgendwo was zu holen. Ne? Du hast, wenn du da einen Elfmeter kriegst, machst vielleicht 1-1, wer weiß, wie es dann weitergeht. Aber so, leider verloren und neuen Spitzenreiter Ulm geht weiter. Wir werden uns diese Woche vorbereiten und am Sonntag gegen Freiburg neu anfangen. Letzte Woche gegen Regensburg war es der frühe Rückstand. Heute war es dann nach 10 Minuten. Inwieweit hat man sich daran erinnert gefühlt? War es dann schwer für die Köpfe mit dem Rückstand? Nein. Diesmal war es schon das Gefühl anders, weil wir ja gut drin waren in dem Spiel. Ne? Wir hatten gute Aktionen gehabt bis dahin. Wir haben eigentlich unseren Plan auch gut umgesetzt. Wir wollten hinter die Kette spielen. Wir haben die Flügel breit gehabt mit Scheibe und mit Stetschi. Und haben immer wieder die Spielverlagerung hingekriegt. Das war schon okay, aber die Spielanlage war gut. Aber wie dann die letzte Entscheidungsfindung, das letzte Durchsetzungsvermögen fehlt dann, hat einfach gefehlt heute. Muss man akzeptieren. Braucht es dann jetzt einen Moment oder einen Trainer für die Jungs, der eben nach zwei so ärgerlichen Niederlagen irgendwie da einmal in die Köpfe reinkommt? Nein, hey Leute, nochmal. Wir spielen eine Riesenrunde. Ich lasse mich da gar nichts. Wir passen kein Blatt Papier zwischen Fans und uns und jeden. Wir fallen auch nicht um. Wir sind fit. Wir müssen niemanden aufrichten, wir werden natürlich darüber reden. Wir ärgern uns auch tierisch, das muss ich ehrlich zugeben. Aber es geht weiter und am Sonntag spielen wir zu Hause gegen Freiburg und dann geht's weiter.